In den Digibotzen Audio gestalten und Wien erleben ist das Zoom H1N Aufnahmegerät enthalten. Dieses professionelle Gerät verfügt über ein 90 Grad Stereo-Mikrofon. Ein Windschutz aus Schaumgummi, der Störgeräusche dämpft, liegt bei, ebenso ein Stativ und Kopfhörer. Vor dem Aufnehmen sollten voll geladene Akkus eingelegt werden. Nach dem Einlegen der Akkus müssen Datum und Zeit neu eingestellt werden. An der rechten Seite befindet sich der Micro-USB-Anschluss, die Einschalt- und Löschtasten und die Micro-SD-Karte sowie der Anschluss für ein externes Mikrofon. Auf der linken Seite ist der Kopfhöreranschluss und der Lautstärkeregler. Das Aufnahmegerät sollte immer mit Kopfhörern verwendet werden. Zum Einschalten wird die Einschalttaste kurz nach unten gezogen. Der Bildschirm zeigt nun die mögliche Aufnahmedauer und darunter den Eingangspegel. Dieser kann mit dem Drehregler unter dem Mikrofon reguliert werden. Die Lautstärke-Spitzen sollten sich bei der Aufnahme im rechten Drittel der Anzeige bewegen. Die Aufnahme wird durch Druck auf die Aufnahmetaste gestartet, das rote Licht leuchtet. Herzlich willkommen zu einem weiteren Erklärvideo vom Wiener Bildungsservice. Durch erneuten Druck auf die Aufnahmetaste wird die Aufnahme gestoppt. Jede Aufnahme wird in einer eigenen Datei gespeichert. Durch Druck auf die Starttaste wird die aktuelle Aufnahme abgespielt. Zum Löschen wird die Delete-Taste auf der rechten Seite gedrückt, die Datei ausgewählt und bestätigt. Um Aufnahmen auf den Computer zu übertragen, wird das Gerät mit dem beiliegenden USB-Kabel angeschlossen. Im Menü wird Card Reader ausgewählt. Der Inhalt der SD-Karte erscheint als externes Laufwerk und die Aufnahmen können übertragen werden. Eine ausführliche Anleitung zum Aufnahmegerät ist im Booklet zur Digibox zu finden.